So, gehen wir nochmal zum Kontrollessen in das Aniko-Restaurant oder An-Restaurant und gucken mal, was wir heute nochmal probieren können. Also, wir haben es geklärt, es heißt An-Restaurant. Renate, wie gefällt es so? Jo, ist schön hier, also bin gespannt auf die Speise. So, hallo liebe Essen-Enzischer, also heute sind wir wieder im An-Restaurant, aber Aniko-Restaurant in Zehnfeld, in Bad Zehnfeld. Und wir machen jetzt mal einen zweiten Test, gucken mal, wie heute das Essen ist und guckt euch auch. Das ist also jetzt der vegane Teller mit Tofu. Sieht doch nicht schlecht aus. Jetzt kommt der Renate, ihr Teller Ente. mit Ente. Knusprig. Sehr knusprig. Mit Reis. Sieht doch gut aus. Leute, schmeckt wirklich sehr, sehr gut. Das ist heute mal mit Tofu. Ich esse heute mal mit Tofu. Und die Renate isst Mit Ende. mit Ende. Schmeckt es gut? Schmeckt sehr gut, das Gericht. Ja. Also sind wir heute zum zweiten Mal da zum Probetesten. Und also bis jetzt sind wir zufrieden, sehr zufrieden. Also, liebe Essen-Zuschauer, also es hat wirklich prima geschmeckt, auch beim zweiten Kontrollessen sind wir sehr zufrieden. Und jetzt, warum sind wir eigentlich hier in Zehnfeld? Warum jetzt nicht mehr zum Werner fahren? Wir fahren jetzt nicht mehr zum Werners Garage, da kriegen wir nämlich Sommerreifen montiert. Oder muss da laut zum Termin kommen? Dass wir hier nochmal eingekehrt sind. Und ich wir sag euch, der Werner war ganz schön das war sauer. gut. Und man kann das wirklich nur weiterempfehlen. Ne? Wer also klappert denn da mit dem Besteck so rum? Welt, wo uns zuguckt, geht es also alle gut. Hier in Schweinfurt scheint auch die Sonne so wechselhaft. Manchmal scheint die Sonne, manchmal ist es ein wenig trüb. Du Sieht bist auch da fast ein ein wenig nach wechselhaft. Regen manchmal aus. Aber im Großen und Ganzen sind wir zufrieden, so wie es ist. Na, es könnte ja schlechter sein. Also, gibt nichts weiteres zu sagen. Na, dann schalt die Kamera aus. Wenn ihr mal nicht wisst, wohin, da in das andere Restaurant in Lüchte-Luftbau in Zehnfeld, da könnt ihr gerne mal kommen zum Essen. Kann man weiterempfehlen. Ne? Also, macht's gut.